Das andere, und da können die Bauern nichts dafür, aber den Neid kassieren sie, das ist, wenn Unternehmer, Hoteliers, aber auch andere, die es sich leisten können, bäuerliche Betriebe kaufen, selbst nicht in der Landwirtschaft tätig sind und alles ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich bei diesem Ausnutzen bis zum geht nicht mehr bin, dann appelliere ich auch an die Vorbildfunktion, die wir in der Politik haben. Wenn die Leute sehen, dass Politiker, nicht nur der Regierungspartei, auch der Opposition, selbst auch alles ausreizen bis zum geht nicht mehr, bis an die Grenzen des Legalen. Ich sage bewusst nicht überschritten, das werden andere klären. Aber dass sich diese Leute auch die Frage stellen müssen, wie viel Kubatur sie als Einzelne verbraucht haben und dann umrechnen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in Südtirol das gleiche Recht hat, diese Kubatur zu verbrauchen, wenn das jeder tun würde, was einige auch in diesem Raum hier tun, dann würde das niemals funktionieren. Dann bräuchten wir 5-mal ein Südtirol für uns. Und dann noch teilweise hergehen und den eigentlichen Landwirten, beziehungsweise die vom Nebenerwerb wirklich leben müssen und das Geld, das sie dort machen, in die Landwirtschaft hineinstecken, damit sie über die Runden kommen. Dass die dann Schaden nehmen und irgendwie den Volkszorn kassieren, das kann es nicht sein.